Hallöchen, ja, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen beim Videoblog Costa Egge 2010. Wir haben das ganz schön lange nicht gemacht. Warum nicht, Costa? Zu kommerziell. Viel zu kommerziell, deswegen sind wir heute auch weit gereist nach Stuttgart. Ja, super. Stuttgarter Westen. Ja, kein Schimmer. Also auf jeden Fall haben wir einen tollen Rotwein, denn letztes Mal irgendwie im Demotz, das ist hier in der Nähe in Ludwigsburg, und da gab es auch schon einen tollen Rotwein und extra diesen Rotwein haben sie es heute besorgt. Costa, wie schmeckt dieser Rotwein? Süffig, im Abgang würde ich sagen, sehr fruchtig, sehr frisch. Nicht der richtige Rotwein für den Winter, definitiv. Nicht für den Winter, deswegen haben wir jetzt ja auch schon, wir feiern ja heute Nacht nicht nur Winter, sondern auch den 1. März, das heißt, wir haben quasi Frühlingsanfang hier in Stuttgart. Und was haben wir heute schon von Stuttgart alles gesehen? Den Hauptbahnhof, die Innenstadt, oh, die so sehr schön aussah, die den Westen, den Osten. Den Westen, den Osten. Wir haben erfahren, dass unser Kumpel Henrik tatsächlich im Rotlichtviertel wohnt. Wie finden wir das? Das finden wir spektakulär. Vor allem wohnt er über einem Bordell namens, wie hießen die Köln, ich sag mal, die Nazi-Jäger, wie hießen die? Edelweiß, genau. Richtig. Er wohnt über einem Bordell, der nach Nazi-Jäger benannt ist. Ich finde super. Also, Costa? Laufhaus heißt es. Laufhaus. Laufhaus, super. Laufhaus Edelweiß. So, letzte Ansage. Stuttgart, mir fällt nur ein, hier kommt Hans-Martin Schleyer her. Ich kam Hans-Martin Schleyer her. Wir haben hier ein tolles Gefängnis, irgendwie auch berühmt geworden. Und wir haben natürlich Mercedes, also da kann nichts mehr schief gehen. Und Stuttgart 21. Habe ich noch bis heute die nicht Zukunft. Richtig verstanden. Ein neuer Bahnhof und alles unter der Erde, die Zukunft. Also, dass man jetzt Bahnhöfe unter der Erde baut, ist das echt die Zukunft? Das ist die Zukunft. Sag mal, vielleicht könnte man ja auch Städte unter der Erde bauen. Wollen wir mal unter der Erde auftreten? Dann machen wir das. Ladet uns ein. Unter die Erde. Mit Costa, wir bringen Costa unter die Erde. Super. Tschüsschen!